Hallo und herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute möchte ich euch mein Pfannensandwich mit Röstzwiebeln vorstellen. Sehr lecker und das machen wir heute mal nicht im Opti-Grill, sondern in der Pfanne. Und es braucht ein bisschen Zeit, aber es lohnt sich tatsächlich. Schaut es euch an, ich hoffe es gefällt euch. Alles was ich brauche liegt bereit. Wir brauchen natürlich schon für die Röstzwiebeln auf jeden Fall Zwiebeln. 4 Stück habe ich hier liegen. Weißbrot. Dann brauchen wir für eine leckere Soße etwas Mayonnaise. Mittelscharfen Senf. Außerdem süßen Senf. Ein bisschen Barbecue-Soße eurer Wahl. Und so für die Schärfe, ganz leichte Schärfe, nur Sambal Oelek. Belegen werden wir unser Sandwich mit ein bisschen Cheddar. Außerdem habe ich hier heute genommen Emmentaler und Putenbrust. Ihr könnt auch Hähnchen nehmen, aber Pute, wie ihr mögt. Ja, und dann brauchen wir außerdem noch Olivenöl und Butter zum Anbraten. Und das war's auch schon. Kann's losgehen. Ja, ich fange mit den Zwiebeln an. Ganz einfach, Zwiebeln pellen, halbieren und dann so kleine Scheiben runterschneiden, dass man etwas dickere Stücke hat, dass sie noch Textur haben. Ist also ganz einfach. Wenn wir mit der Zwiebel fertig sind, dann rühren wir ganz einfach alle Soßenzutaten zusammen. Ich beschleunige das hier mal ein bisschen beim Rühren. Also Mayonnaise, die Senfsorten, Barbecue, Sambal Oelek hier zusammenrühren. Und wenn ihr alles in einer Schüssel habt, dann verrührt ihr das Ganze zu einer glatten Paste. Und das war's auch schon. Weiter geht's mit dem Weißbrot. Vom Weißbrot brauchen wir jetzt 4 Scheiben, das sollen ja 2 Sandwich werden, also 4 Scheiben. Von der Dicke her ist das natürlich immer eine Geschmacksfrage. Ihr seht hier schon, das was ich hier schneide, das ist jedenfalls bezogen auf meine Wurstfinger ungefähr eine Fingerstärke. Ne, so breit, ich denke so dick sollte es auch sein. Davon brauchen wir 4 Stück. Ja, das war's auch schon, weiter geht's. Und jetzt geht's an die Pfanne. Wir nehmen die Hälfte von der Butter und von dem Olivenöl, erhitzen das Ganze nicht so heiß, vielleicht 3/4, eher ein bisschen weniger. Und wenn das Ganze hier anfängt zu britzeln, dann geben wir zunächst mal unsere Zwiebeln rein. Und die Zwiebeln wollen wir richtig schön dunkelbraun werden lassen. Das dauert ein bisschen. Lieber die Temperatur ein bisschen runterstellen. Das kann schon mal so 10, 20 Minuten dauern, eher 20 Minuten. Und wenn die so aussehen, also fast schon ein bisschen schwarz sind, dann müssen sie raus, dann sind sie fertig und dann riechen sie auch ganz toll. Zwiebeln also rausnehmen und beiseite stellen. Ja, dann geht's weiter. Jetzt bauen wir unser Sandwich zusammen. Dazu verstreichen wir hier unsere Paste, die wir vorher zusammengerührt haben, gleichmäßig auf allen 4 Weißbrotscheiben. Wenn wir das gemacht haben, dann geht's weiter. Als nächstes nehme ich jetzt hier meinen Käse in Emmentaler und lege 2 Scheiben, belege 2 Scheiben mit dem Emmentaler. Es geht nicht überlegen, also nicht am Rand überstehend, das tropft euch sonst in die Pfanne. Als nächstes kommt hier mein Putenbrustaufschnitt. Und wenn wir die Pute verteilt haben, kommen unsere wundervollen Zwiebeln hier oben auf die Pute. Auch die ganz verteilen, das passt ganz gut. Diese 4 kleinen, ihr seht ja, da ist nicht viel von übergeblieben. Und das sieht ja schon ziemlich lecker aus, oder? Das könnte man eigentlich schon so essen jetzt, aber wir haben ja noch eine Zutat. Jetzt kommt als letzte Zutat noch unser Cheddar oben drüber, auch hier. Deswegen drehe ich nochmal. Es geht nicht überlappend, nicht überstehend, weil es sonst in die Pfanne läuft. Das soll also auf dem Sandwich bleiben und dann bauen wir unser Sandwich zusammen. Ja, weiter geht's jetzt hier an die Pfanne und da geht's nochmal von vorne los. Wir nehmen jetzt den Rest von Butter und Olivenöl, geben das Ganze in eine nicht so heiße Pfanne, auch wieder 3/4 höchstens. Und wenn das beides heiß genug ist, auch hier wieder anfängt so ein bisschen zu britzeln, dann geben wir unsere leckeren Sandwich hier in die Pfanne. Und die brauchen so ein bisschen, 10 Minuten bestimmt, hängt so ein bisschen von eurer Pfanne ab und von der Hitze. Und wenn die soweit sind, dann dreht ihr sie einmal. Vorsicht, die sind so ein bisschen filigran. Ich habe meins hier auch fast zerlegt beim ersten Mal. Am besten mit 2 Pfannenwändern und den Händen. Und ja, dann braten wir das, rösten wir die ganzen Sandwich hier nochmal. Oh, das war's dann auch schon. Können wir schon gucken, ob es geklappt hat.
Ja, und ihr hört hier, die sind richtig schön kross. Dann schneiden wir sie mal auf. Guck mal, die riechen auch schon ganz wunderbar. Und ihr seht, ich drehe mal einmal, dass die Zwiebeln hier oben sind. Ja, und wenn ihr das hier so ein bisschen drückt, dann seht ihr, das ist super saftig. Der Käse ist gerade so geschmolzen. Genau so soll es sein. Die Zwiebelmasse gibt hier einen tollen Geschmack nochmal, tollen Saft. Ja, ich denke, meine Pfannensandwich mit Röstzwiebeln haben geklappt. Schmecken wirklich super, super lecker. Ein ganz süßlich scharfer Geschmack, passt ganz toll zum Käse und auch zum Geflügel. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.